Siehst du diese Tiere, die sich entsetzt umschauen? Für ihre Angst gibt es auch einen Grund. Der grausame Jäger, ein Adler. Glaub mir, du willst dich besser nicht mit einem anlegen. In diesem Video werfen wir einen Blick auf die besten Adlerangriffe, die je aufgezeichnet wurden. Selbst wenn du ein Fisch und im Wasser schwimmst, musst du dich vor den Adlern fürchten. Eigentlich ist das ein gutes Beispiel, um die Gefahr eines Adlers zu erklären. Es muss eine interessante Erfahrung für einen Fisch sein, von einer fliegenden Kreatur gejagt zu werden. Stell dir vor, du lebst eigentlich unter Wasser und plötzlich stirbst du in 200 Metern Höhe. Ehrlich gesagt ist das doch eine ziemlich coole Art zu sterben für einen Fisch, denn nicht jeder von ihnen kann sagen, ich war in 200 Metern Höhe. Adler können etwa 8-mal so weit sehen wie ein Mensch und das heißt, sie können ein Tier in einer Entfernung von etwa 3 Kilometer erkennen und auch anvisieren. Selbst das verschwommene Wasser kann sie nicht davon abhalten, ihr Ziel zu erfassen und zu töten. Ein Adler kann bis zu 3000 Meter hoch fliegen und kann aus dieser Entfernung immer noch alles sehr gut erkennen. Mit ihren kräftigen Flügelschlägen können sie 50 Stundenkilometer erreichen und werden noch schneller, wenn sie nach Beute tauchen. Weißkopfseeadler können mit bis zu 160 Stundenkilometer angreifen und ein Steinadler kommt sogar auf 250 Stundenkilometer. Eine weitere unglaubliche Fähigkeit von Adlern ist, dass sie 4 bis 5 Kilogramm Gewicht heben können. Schau dir mal dieses niedliche kleine Ziegenbaby an. Wie wir schon in unserem Video über Bergziegen berichtet haben, stehen auch sie auf dem Speiseplan der Adler. Es ist auch nicht zwingend voraussetzend, dass sie diese großen Tiere auf der Stelle töten. Sie heben mit ihnen ab, fliegen weg und dafür kann die Beute auch noch am Leben bleiben. Und so ist das Ziegenbaby auch noch am Leben und kann die Welt von oben betrachten, bevor es stirbt. Keine große Herausforderung für diesen zähen Kerl. Natürlich sind Adler fliegende Tiere und daher auch die besten Kämpfer in der Luft. Ein Adler hat Flügel, die fast 2,5 Meter groß sind und trotzdem wiegen sie nur weniger als ein Kilo. Diese großartige Konstruktion ermöglicht es ihnen, diese geschmeidigen Bewegungen zu machen. Millimeter genau, er spürt jede Gefahr, sie reagieren sofort, ohne Zweifel. Genau wie ein Militärflugzeug. Offensichtlich töten Adler ihre Beute mit ihren Talenten. Hinzu kommen natürlich ihre scharfen Klauen, 3 vorne und einen hinten. Die Wissenschaftler haben auch die Greifkraft von Adlern gemessen. Ein durchschnittlicher Adlerangriff ist etwa 10-mal stärker als der Griff eines durchschnittlichen Menschen. Und jetzt stell dir diese unvorstellbare Kraft mit 5 cm langen extrem scharfen Krallen, die sogar ausreichen, um einen Wolf zu töten. Und hier haben wir einen weiteren Angriff von einem Adler. Es scheint, als hätte dieses kleine Wildschweinjunge einen unangenehmen Besuch von einem Adler bekommen. Er nimmt das Junge in Visier, greift an und es wird zu 99% mit dem sicheren Tod enden. Der Adler sitzt auf dem Rücken des Jungen und genießt es. Nicht cool, Kumpel, nicht cool. Aber die wahre Stärke von Adlern beim Töten kommt nicht von ihren starken, scharfen und langen Krallen, sondern eher von ihren Beinmuskeln und ihren Sehnen. Was für eine interessante Art zu joggen, nebenbei bemerkt. Das war's mit dem Video, ich hoffe es hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Wenn dem so ist, gebt mir doch ein Like, teilt das Video mit euren Freunden, schreibt mir doch einen Kommentar und abonniert unseren Kanal. Dann sehen wir uns bestimmt auch beim nächsten Mal. Macht's gut, Freunde!